Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, dem Arsch, Version 2.6. Ja, wir schicken den Deutz-Fahrer nochmal los, einmal abkippen und dann ist unser Rapsbestand alle. So, und nächstes Mist. Der Mistfahrer wird auch, ja, entweder nicht losfahren können, weil zu wenig ist, oder der Kalkfahrer wird auch fertig sein. Da hätten wir eine Meldung gehabt, ne? Da haben wir schon die Meldung. Wo ist der Kalkfahrer? Da war. Ist auch fertig. Ich arbeite mal alles mal ab. Dann gehen wir auf den Mistfahrer. Der wird hier im Hof sein. Besuchen wir mal ganz kurz. Da wird befürchtet. Der ist nicht fertig. Den werden wir jetzt einstellen für Zug. Für Rühmschnitzel und wie gesagt, Mist ist noch mal da, beziehungsweise er kam was Neues dazu, aber das ist mir egal. Wir werden Rühmschnitzel fahren lassen. Her, das kippen wir aus. Wer ist die schnellste? Der ist nicht der schnellste. Da ist noch ein Dieselfass. Aber der ist zu klein gewesen. Von Dauerbetrieb kann man es ja machen, ne? Aber so viel brauchen die auch nicht. Ne? Also Diesel ist gerade geliefert worden. Oh, unser Raps wächst. Oh, unser Raps ist gewachsen. Habe ich gerade gesehen. Wachstum ging durch. Oder war durch, ne? Also Raps. Ja, kommen wir noch auf Dingsdüngen. Kalken 21 noch. Und dann geht er. Wahnsinn! Alles war ja zu vorhersehen, ne? Jetzt haben wir Tag 3. Mal gucken, ich glaube Tag 4 können wir oder Tag 5 können wir anfangen, Getreide auszusehen. Ja. Da brauchen wir schon Fendt und den Deutz von Feld vom Zementwerk. Für die Aussaat. Und gleich gucken, ob das andere reif ist. Trocken ist, ist eh noch feucht. Ansonsten, ja, feucht ist gut. Im Morgentau, ne? Tja. Ich wünsche allen einen schönen Freitag, ne? Und ein gutes Wochenendstart, ne? Gutes Wochenende. Was haben wir an Gärreste? Mein Gärreste können wir als Dünger auch gut nehmen. Also das ist im Grunde, muss man kurz mal relevidieren, meine Aussage über Vorherdüngen. Bei Feldern wie Getreide, Gras und so, da kann man schon Gärreste nehmen, ne? Auch vorher zur Not, weil kann man sagen, die brauchen immer Dünger und der Rest wird halt mit Kunstdünger nachgedüngt. Ablan, die WLAN, Kompost, nee. Brauerei, Ulm, Kompost. Ach so, Rüben, Blitze und Kompasse. Wird uns einer noch erkennen. Mir wird das gerade hier geschrieben. BGH ist richtig. Aber das war mir typisch. Also. Ich vergesse aber schon mal, ne? Der hat ja Zeit. Das ist ja sonst eh so voll. Und daher kann er auch weiterfahren. Ich muss nur kurz überlegen, was ich machen wollte. Dann mal gucken, ob das andere reif ist. Ein Wachstum. Das andere ist reif. Unser Hopfen ist reif, aber Gras ist nicht Stufe 2. Dann bereiten wir die Hopfenernte vor. Junge, die Hopfenernte. Das heißt, wir müssen die Anhänger. Die Anhänger zurückholen. Und den Traktor. Das ist eine gute Frage. Da habe ich einen freien Anhänger zu stehen. Ja, das ist jetzt. Mit Kies drin. Na ja gut, da kriegen wir, den werden wir jetzt ja los, ne? Also. Denn jetzt mit dem Dieselanhänger zurückfahren wäre ja auch nicht Blödsinn, aber auch nicht ärgerlich, aber halt. Dann haben wir einen Anhänger nicht da, ne? Kippen wir noch ab.
den Sand. Und dann schicken wir den mal oder fahren immer zum Hof. Beziehungsweise wir werden immer Richtung. Aber Wasser sind nicht voll. Dann werden wir noch mal kurz entlassen, den Burschen. Nö. Der fährt noch. Der fährt noch freiwillig alleine. Dann darf er weiterfahren. Dann können wir bei Gelegenheit mal Zement verkaufen. Wenn wir Zeit haben. Ich wollte hinchecken zum Hof. Und zwar. Hof. Auf geht's, Junge. Und dann stellen wir dich nach einer Richtung Ernte Hopfen. Sobald das losgeht. Ich muss ja immer die Dresche erstmal alle bereit machen. Dann müssen die zum Fangerfeld 4 an mit 3 oder 2 Maschinen. Mal sehen. Am besten mit 2. Von der Größe her. Muss man ein bisschen gucken, was Sinn macht. Ne? Also bei übertreiben wir auch nicht. So. Jetzt nehmen wir den Fendt und den Anhänger. Den Anhänger müssen wir vorher leer machen. Da ist sicherlich Kies drin. Ne? Mal kurz umändern. Aber wir machen den vorher zu. Ach, deswegen. Bei M. Klar, wenn der Hänger voll ist, geht er nicht zurück. Ne? Das heißt Doppelbelegung. Beziehungsweise vordere Teil ist N nach vorne. Gut. Ist halt so, ne? Wir müssen immer sehen, ob wir den Anhänger leer machen mit Kies und dann checken wir den aus dem Hof. Und der kann der Rapsanhänger, der aktuell Raps gefahren ist, auch für die Ernte eingesetzt werden. Ne? So Stück für Stück. So Stück für Stück uns ärgern. Ne? Sind die Rüben auch so weit? Sehe ich gerade so Kraut entfernen. Ne? Ja, ja. Ist auch nicht erntereif, okay. Kraut entfernen machen wir ja nicht, das macht ja die Maschine zusammen. So, wo war ich stehen geblieben hier beim Fan? Ich will nämlich mal ankuppeln und drücke auf den Fahrzeugtappen zum nächsten Fahrzeug und das ist dann unpraktisch, ne? Auf geht's, leer machen und dann geht's Richtung. Ja, hoch. Haben wir schon eingestellt. Beziehungsweise es war vorne rein eingestellt. Kies. Dann kann die garantiert eine ganze Weile produzieren. Und wenn das mal alle ist, dann werden wir ja wahrscheinlich, wenn wir Geld haben, zwei kleine Traktoren kaufen. Normale, kleine, mittlere Traktoren und kleine Anhänger. 20.000 bis 30.000 Liter Volumen. Und dann können die in aller Ruhe immer Kies ranfahren. Ne? Dann braucht irgendwann nur noch Zement holen, große Mengen. Dann können wir richtig Kohle machen. Das war unrealistisch, dass ein Bauer Zementdeck betreibt alleine. Muss man auch sehen, dass normalerweise hier etliche Leute arbeiten müssen. Ne? Drescher. Das heißt, beginnen wir mit dem ersten gleich. So. Ich brauche ein anderes Schneidwerk. Dann muss es noch gewartet werden. Aber mit Schneidwerk. Wie gesagt, das muss noch trocknen. Also kein Grund zum Stress. Sogar unser Standwerk gefunden.
Auf geht's. Feld Nummer 4 fangen wir an. Dann haben wir 1, 2, 3 Anhänger, das passt. Oh, Gegenverkehr. Schon da. Bist aber pünktlich. Dann werden wir gleich mal ein. Die müssen noch kalken. Das machen wir auch gleich. Mache ich gleich. Oder er sagt mir perfekt, ne? Dann ist es gut, ne? Gut, perfekt. Stickstoff perfekt. Dann kann es gut. Dann ist es okay. Brauchen wir nicht gleich reagieren. Und wir müssen aber die Fahrzeuge runterholen, ne, bevor hier. Noch eine Stufe wächst, ne? Hopfen ist ja laut Seasons oder laut Beschreibung hier als Getreide geführt. Das heißt, es würde auch so mit der Fruchtfolge reagieren. Das heißt, wir können da jetzt kein Getreide reingeben. Das wäre von der Fruchtfolge her ungünstig. Also im Frühling eine Ölfrucht, und zwar Sonnenblumen. Sonnenblumen, dann starten wir noch im Feld. Sonnenblumen auf 50. Das auch reif ist? Wahrscheinlich. Das werden wir auch noch ein Fahrzeug beschäftigen mit. Also Sonnenblumen. Und dann nehmen wir auch ein Gebiss von für Mais, weil das einfach. Wir haben halt. Ne? Wegen ein Feld und extra Maisgebiss, Sonnenblumengebiss kaufen, wäre auch Blödsinn. Da sind wir. Wie gesagt, das muss trocknen. Das dauert aber nicht lange. Wir haben eigentlich recht trockenes Wetter. So. Gucken wir gleich rein. 49 ist es auch reif. Ja. Sonnenblumen. Und da ist auch Ehrenreif, wo Gras ist. Na toll. Kein Problem. Gras können wir auch noch später machen. Der kann auch Gras machen. So. Was ist hier los? Ist hier nichts da? Ja, der hat halt schon mal Rüben gefahren. Ne? Rübenstützel 207. Ja, gut. Okay. Wir hatten einen gehabt, aber der haben wir nicht losgeschickt. Gut, dann fahren auch zwei, ne? Heraus. An sich ungünstig, aber. Dann macht der Klaas nachher Zuckerrüben. Ist ja okay, ne? Ist ja nicht so tragisch. Nur haben wir dann zwei Sorten für Sonnenblumen. Quatsch, für Hopfen und dann nachher ich müsste nur sehen mit ja Sonnenblumen gibt es ja nicht viel Ertrag, ne? Also da würde ein Anhänger genügen. Ich wollte reparieren normalerweise, der braucht nicht repariert werden. Planfact ist sauber, heile. Ja, nur mal gucken, ob der andere entsprechend einfach auch heile ist, dann passt das mit 6%. Hm, ja. Das sind die ersten beiden für Feld Nummer 4. Der Fan 939 und der Fan 1030, glaube ich, ne? 50. Kennt man nicht so aus. Wie gesagt, gleich mal hinter dem Glas anstellen. Und da kann der Deutz die Sonnenblumen fahren, ne? Wo ist der Bruder überhaupt? Ist auch noch unterwegs? Full. Der andere ist full.
Klingt schon mal anders, ne? Ist aber okay. Das soll das so sein. Verschiedene Motoren nur anders klingen, ne? Jetzt kommt wieder alles auf einmal. Dann hat aber das ist immer so an sich, ne? Wenn man sich spezialisiert, dann ist ein Problem nicht da, ne? Aber gut. Ich sag mal, jetzt haben wir Mitte Herbst. Naja, 4, 5, 6, dann ist der Winter da, ne? 3 Tage. Das ist schon mal ein Zeichen für Game of 1, ne? Sonst war das nichts. Wir müssen sowieso noch warten, bis es trocken ist, aber wie gesagt, gut, da können wir noch auf 8 bleiben, auf 5 bleiben, nicht auf 8. 8 geht nicht. 8 ist nur die Zahl zum schneller machen, das, ne? Vor allem finde ich halt ja zeitmäßig. Tja, das heißt wieder kurze Nächte, ne? Ernte. Die Felder müssen ja wahrscheinlich gepflügt werden. Müssen gepflügt werden. Und da haben wir ja zur Not noch eine Frühlingszeit, weil die Sonnenblumen halt erst im Mai ausgesät werden, den Dreh. Kann auch im Juni sein, aber Juni ist eher unwahrscheinlich. Mai, aber wie gesagt, witterungsbedingt. Und gleich mal die Fahrzeuge runterschicken. Das geht uns böse ins, geht böse aus. Ich muss ein bisschen mehr von der Straße wegfahren. Da fahren ja 2 Rüten, so eigentlich ungünstig. Aber dann stehen sie irgendwann, ne? Und dann ist auch gut. BGH ist entsprechend voll. Perfekt, alles perfekt. Vielleicht lasse ich doch noch auf Feldmoro 21 fahren. Perfekt, kann man nur zufrieden sein, ne? Und nicht gut. Richtige Ecke. Ja. Muss man jetzt gucken. Wo ist der Händler? Bei Feld 3 ist der Händler bis auf Feld richtig 20, 21. So, liebe Schauer, die Zeit ist rum. Für heute. Jo. Wir wollen noch weiterkommen mit Folge 3 und 4, 7 und 8. Quatsch, 6 und 7. Aber 18 Minuten ist eine gute Zeit. Ich versuche immer einzuhalten. Ja, dann mal tschüss und ciao, ciao. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Weiter vorbereiten für die Ernte. Und wir kalken noch schnell Feld Nummer 21. Das machen wir noch. Das klappt ja ganz gut. Vorbereitung fängt an. Sonnenblumenfeld wird auch vorbereitet. Kurz mal den alten Kurs löschen. Machen wir in der nächsten Folge. Tschüss und ciao und dickes Dankeschön. Jo, bis dann und ciao. Tschüss.